Hallo liebe Gamepro-Leser und herzlich willkommen auf Hawaii, genauer gesagt der Insel Oahu. Dieses wunderschöne Fleckchen Erde ist der Schauplatz des Rennspiels Test Drive Unlimited für die Xbox 360. Im Gegensatz zu vielen anderen Rennspielen wählt ihr die Rennen bei Test Drive nicht in einem klassischen Hauptmenü aus. Stattdessen erkundet ihr die Insel mit einem eurer Autos völlig frei und macht euch auf die Suche nach lukrativen Wettbewerben, Autohändlern oder Immobilien. Damit ihr jedoch nicht die Orientierung verliert, gibt es ein Navigationssystem und eine große Satellitenkarte. Darauf sind alle Wettbewerber und Autohändler eingezeichnet. Habt ihr einen Ort einmal mit eurem Auto entdeckt, dann könnt ihr später durch einen Klick auf die Karte in Sekundenschnelle dorthin gelangen. Damit ihr mal seht, wie groß die Insel ist, gebe ich mal die Route vom äußersten Ende im Südosten zum äußersten Punkt im Nordwesten ein. Wie ihr nun links unten auf der Navigationsanzeige seht, sind das knappe 80 Kilometer. Da ist man schon eine ganze Zeit unterwegs. Die Insel zu erkunden ist der entspannte Teil des Spiels, die echten Herausforderungen sind dagegen die Rennen. Diese sind, ähnlich wie bei Gran Turismo, in Klassen aufgeteilt. Mit eurem Startkapital könnt ihr euch nur einen vergleichsweise langsamen Wagen aus der Klasse F leisten. Wenn ihr dann in den Rennen erfolgreich seid und Preisgelder einkassiert, steigt euer Ranking und ihr könnt Wagen aus den höheren Klassen kaufen. Die Steuerung des Spiels tendiert in Richtung Simulation. Vor allem die schnelleren Sportwagen müsst ihr sehr vorsichtig über die Straßen der Insel lenken, da ihr sonst schnell in der Botanik landet. Dank der stufenweise zuschaltbaren Fahrhilfen ist das Spiel aber auch für Einsteiger geeignet. Insgesamt macht die Steuerung aber, genauso wie die etwas holprige Fahrphysik, keinen richtig runden Eindruck. Die Lenkung ist weder so realistisch wie bei Gran Turismo noch so geschmeidig wie bei Project Gotham Racing 3. Da wäre etwas mehr drin gewesen. Wenn es ums Geldverdienen geht, sind die Aufgaben sehr abwechslungsreich. Neben normalen Rennen, wie ihr eben eines gesehen habt, gibt es auch Missionen zu erfüllen. Hier haben wir einen Anhalter getroffen, der uns für eine einzelne Tour schlappe 40.000 Dollar zahlen möchte. Dabei ist jedoch Vorsicht geboten. Auf der einen Seite stehen wir unter Zeitdruck, wie ihr rechts oben am Countdown seht. Auf der anderen Seite dürfen wir unseren Fahrgast nicht durch Unfälle verschrecken, weil er uns sonst weniger Geld zahlt. Diese Mission erfordert also eine etwas bedachtere Fahrweise als zuvor. Wie ihr sehen könnt, ist für Abwechslung bei der Geldbeschaffung gesorgt. Wenn ihr genug Kohle verdient habt, dann sucht ihr einen der Autohändler auf. Statt einem sterilen Menü schaut sich eure Spielfigur dabei in schicken Verkaufsräumen um. Die Auswahl an Fahrzeugen ist groß. Über 130 Autos und Motorräder stehen zur Auswahl, und zwar von einer prominenten Auswahl von Herstellern wie Mercedes, Ferrari oder Lamborghini. Hier seht ihr zum Beispiel ein besonderes Schmuckstück und mein persönliches Traumauto, den Pagani Zonda C12 aus Italien. Aufbewahren könnt ihr eure Autos in euren Immobilien. Je nachdem, wie teuer das Domizil ist, umso mehr Platz ist auch in der entsprechenden Garage. Hier finden nur 4 Wagen Platz, in teureren Anwesen parkt ihr dagegen bis zu 10 Fahrzeuge. In eurem Heim könnt ihr außerdem alle wichtigen Infos und Statistiken zu eurem bisherigen Spielverlauf ansehen. Ein netter Bonus ist der Fotomodus. Während der freien Fahrt könnt ihr jederzeit ein Foto schießen und es zu Hause im Album anschauen. Hier seht ihr meinen ersten Wagen, einen blauen Audi TT. Das ist einer meiner ersten richtigen Unfälle. Dann noch ein Burnout mit meiner orangefarbenen Corvette. Und hier ein schicker weißer Maserati. Nun geht es aber nochmal zurück auf die Straße. Wenn ihr auf der Insel unterwegs seid und Unfälle baut, kann es durchaus vorkommen, dass sich die Polizei an eure Fersen heftet. Die Polizisten sind jedoch lange nicht so aufdringlich wie zum Beispiel bei GTA. Meist hängt er sie dank eurer Pferdestärken ziemlich schnell ab. Unsere Corvette zum Beispiel ist viel zu schnell für die Streifenwagen, allerdings haben die Cops ein Ass im Ärmel. Ist euer Fahndungslevel bei 3 Sternen, stellen sie nämlich Straßensperren auf. Haben euch die Cops erwischt, werdet ihr zur Kasse gebeten und müsst einen saftigen Strafzettel bezahlen. Jetzt gibt es noch den patentierten Kameracheck. Die Motorhaubenperspektive vermittelt ein gutes Fahrgefühl und hilft, um gegen das Untersteuern anzukämpfen. Ganz ähnlich spielt sich die Ego-Perspektive, allerdings leidet auch hier etwas die Übersicht. Außenperspektiven gibt es 3. Die erste ist etwas weiter weg von eurem Wagen, die anderen beiden sind dagegen etwas näher am Heck. Die coolste Kameraperspektive ist jedoch definitiv im Cockpit. Dort dürft ihr nämlich die hübsche Innenausstattung eurer Nobelkarosse bewundern.
Technisch ist Test Drive Unlimited auf einem mäßigen bis ordentlichen Niveau. Äußerst mäßig ist es, wenn ihr es in 50 Hertz spielen müsst, weil es dort schwarze Balken am Bildrand und die meisten Ruckler zu sehen gibt. Im 60 Hertz Modus und auf einem HD-Fernseher läuft das Ganze etwas sauberer, allerdings auch nicht wirklich flüssig. Unabhängig vom Fernsehformat seht ihr am Horizont, wie sich Teile der Grafik aufbauen. Man sollte aber auch nicht zu viel über die Grafik meckern, denn immerhin wird eine riesige und frei befahrbare Insel dargestellt. Außerdem sehen die Landschaften stellenweise recht hübsch aus und die Wagenmodelle sind sehr gut gelungen. Mein Fazit fällt etwas gespalten aus. Auf der einen Seite macht Test Drive Unlimited vieles richtig. Das Erkunden der Insel macht Spaß, genauso wie das Sammeln der Fahrzeuge. Durch die abwechslungsreichen Missionen kommt auch selten Langeweile auf. Auf der anderen Seite könnten Steuerung und Fahrphysik etwas ausgefeilter sein und das Polizeifeature wirkt etwas aufgesetzt. Insgesamt ein sehr gutes Spiel, der ganz große Wurf ist aber nicht gelungen. Mehr über den Online-Modus, bei dem ihr andere Spieler auf der Insel trefft, erfahrt ihr, wenn wir den Titel nach dem Release im Netz spielen konnten, also auf der DVD des nächsten Heftes.